Wie, du hast gewonnen? Das geht doch gar nicht. Das wie, geht hast du vorbei. Six the Goon schon besiegt? Ja. Ich hab Six the Goon besiegt. Aber da hast du richtig rumgelassen. Dieser Name ist Level 6. Ich schlag die ganze Zeit daneben. Ja, ich sogar schon beim Topsy. So, ich verschwinde. Du wartest jetzt schon. Kritiker Hit! Ja! Commander! Congratulations, you've completed Tutorial Tone. Yay! Yeah. Nicht mehr angreifen kann, ich hab du keine doch mehr. Dann musst du dann deine anderen Fähigkeiten noch leer machen und dann fängst du an mit Verzweifler anzugreifen. Mann. Woll, dann werde ich gleich verzweifelt. Yay, Sieg! Und ich hab Pokémon lange Center. Mal wieder getroffen, ey. Ich glaub so jeder Oh mein Gott. Oh nein, Sigun hat noch, er hält noch zwei Tackles aus und ich kann nur noch zweimal angreifen. Du wirst nicht treffen, ey. Wie, kein Critical Hit. Oh, Tackle, ja. Ich hab nur noch einen HP, aber ich kann nicht mehr angreifen. Jetzt muss er erst seine ganzen anderen Fähigkeiten leer machen. Wie, ich hab von so einem Pokémon-Kampf Geld bekommen? Ja, okay. Critical Hit, wie geil. $34. Jawoll. Ihr habt schon... Das war ein Trainerkampf. Jetzt kapier ich's. Ja. Was soll das gewesen sein? Okay, wir warten hier. Bis ja, warte. Ich warte. Ihr könnt ja auch nach Zigzag noch irgendwas? Nein. Nach dem Zigzagoon kommt nichts. Da kommt das Level ab. So, was lernt ich mein... Und so, mal gucken. Pokémon, ja, dafür müsste ich erstmal treffen. Ich hab den noch gar nichts abgezogen. Folge fürs Tutorial. Ich darf jetzt 30 Mal Tail Whip machen, damit ich endlich was wackle. Na, damit du auch weißt, dass du auch zwei Attacken hast, ne? Okay. Aber wie geil, mit Rankenhieb kannst du ja jetzt nur noch seine Dings schwächen die ganze Zeit, seine Verteidigung. Aber dann ist er so schwach, wenn du dann Verzweifler machst, kriegst du zwar selbst Schaden, aber du wirst ihn besiegen. Er hat doch nur noch ein HP. Das Problem ist, dass er zuerst verzweifeln wird und sich selbst umbringt. Also sind jetzt alle bis auf Dalukat fertig? Nee, ich hab noch eine Chance, ey. Neto ist noch im Kampf. Ich mach das recht. So, ich hab noch 7 Angriffe. Wann lernt euer Pokémon das nächste Mal was? Meins mit Level 7. Noch 18 Mal Tail Whip, dann bin ich am Start. Hat Bisasam schon einen Schrankenhieb oder? Speed? Ach, guck mal, hier kann ich sogar, wenn ich ein Dings mache, wenn ich jetzt jemandem zum Kampf herausfordere, kommt so eine Karte. Da kann dreimal. Ich hab das. Was denn? Ich muss gleich auch mein Tail Whip leer machen. Hast du das jetzt angenommen? Los, Kreis. Ja. Duell. Hä? Ich will jetzt ein Duell machen. Hallo? Confirm. Okay. Bei mir kommt ein Duell Musik, aber... Ah, jetzt tut sich was. Oh. Ich kämpfe gegen Bisasam. Hier. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ihr seht es alle nicht. Oh, was für eine Musik. Es war groß und grün und ihr habt es alle nicht gesehen. What she said. Noch 8 Mal. Da kommt der Verzweifler. Boah, Critical hat er gemacht. Oh. Ja. Noch 26 Mal. Also das ist ja echt super gewählt fürs Tutorial. Komm, am Ende ein Kampf. Der eine wirft dir Sand ins Auge. Oh, der schon zweimal Critical Hit. Wie geht das denn? Nee, das gegen wen kämpfe ich hier eigentlich gerade? Gegen Speed. Das ist eine mit Bisasam hier. Nein, nicht Bisasam. Critical, los. Nein, nicht wieder Kritten, wie gemein. Doch. No. Oh, ich hol ihn noch ein. Nein. Warum? Komm schon. Halt durch. Der Super-Geek rennt durch uns durch. Das wird ein knappes Ding hier. Kein Critical Hit. Yay! Jetzt hatte ich meinen Tail Whip endlich alle und dann fängt er an, Verzweifler zu nutzen und stirbt. Ich hab gewonnen. Yay! Oh, er hat einen Trank benutzt, wie unfair. Ja. Wie? Gewonnen! Also bei Arena-Leitern kann man wohl keine Tränke verwenden. Darf man wohl nicht. Ah, bei Duellen zwischen uns wird auch keine Tränke verwendet. Ich glaube, da wird sich noch ein bisschen hinziehen jetzt. Das ist eine Grundregel. Keine Items in Duellen. Ich glaube, ich gehe mal ins Pokémon-Center, weil das lädt sich doch nicht wieder auf, oder? Diese SP. Rechts draufklicken und Summary, dann siehst du, ob du noch welche hast. Nee, siehst du nicht. Die doch. Angriffspunkte, oder was? PP, ja. So, noch 17 Mal Tape. Nee, weißt, null, ich hab null, ich muss irgendwo aufladen gehen. Ihr müsst alle mal aufladen gehen. Ich geh zum Pokémon Center. Tschüss. Bitte walk in und stünge. Was? Ich schütze es mit meinem Glumanda. Yeah. Aber ist das hier in diesem Tutorial Pokémon Center? Machen die solche fiesen Sachen auch? Heil? Ja. Ich hab halt mein Shigi hier, euer nein, Tutorial ist nicht gut. Nein. Okay, und tatsächlich. Yeah. Oh, die hat mich abgelenkt und ich hab daneben geschlagen.
Da kommt ja keine Animation und die sagen auch nicht, dass sie mein Pokémon heilen. Die eine hat mich abgelenkt mit Reden und dann war Shiki wieder fertig. Das ist nicht dein eigenes Shiki. Battle Win. Jetzt muss ich ins Pokémon Center erstmal kurz. Gehen wir dann hoch in die nächste Stadt oder was? Ja, wir waren noch auf Neto, hallo. Ja. Ja, er wurde noch im Endbosskampf. Speed wurde besiegt. Ja, auf jeden Fall. Noch. Los, Dalu, mach auch ein Duell in der Zeit. Nein, dann gehe ich ja wieder ins Pokémon Center. Wir haben noch 10 Tailwhips. Ja. Dann mach doch vor dem Pokémon Center einen Gibt das Duell denn irgendwas? Weiß ich nicht, da stand You have won in a PvP-Battle. Das gibt Ruhm und Ehre und die Menschen werden deinen Namen sagen. Bis in alle Ewigkeit. Also Geld habe ich im Vertrag. Du musst ja eh noch im Pokémon Center rein, Dalu. Wir müssen so oder so warten. Also ich war jetzt nochmal hier im Pokémon Center, hab meinen Shiki nochmal putzen lassen, schön. Mit der Panzer glänzt. Tutorial Town. Da ist ein Glasreiniger drauf. Warum geht eigentlich der Chat immer auf? So, noch 5. Bei mir nicht. Ich höre nur Musik, aber es kommt nichts. Das ist normal? Ja, das dauert einen Moment. Oh, komm, Jumanla steht im Wasser, ich hab gewonnen. Nein, du stehst im Wasser bei mir, ich stehe im Sand. Okay, Kratzer. Yeah. Du hast angefangen. Ich mach keinen Schaden an dir. Wir machen genau gleich viel Damage und du hast angefangen. Tolles Duell. Komm, sehr kritisch. Kritte doch. Schade, weil wenn man jetzt Dings macht, du kannst Spectator anmachen, irgendwie so ein Spectating-Modus, aber okay, gewonnen. Kannst irgendwie nicht wirklich spectaten. Aber es wird vielleicht dann auch irgendwann gehen, ist bestimmt auch ganz lustig. Ich glaube, du hast mehr HP als ich. Was hast du denn? Noch 12. Und insgesamt? 22. Ich hab 23. Nein! Warum hast du noch angefangen? Ich muss mit einem HP überleben. Du musst noch einen Schaden. Komm, mach nur noch einen Schaden. Keiner von uns hat das Ganze so lower macht. Das machst du noch einen Schaden. Ja, ein Crit. Du hast kritisch getroffen. Dann ist eh vorbei. Ah. Sieg. Ich stehe hier einfach nur rum. Wenn du verfehlst, bist du tot. Nein, bin ich nicht. Ich hab dir angeknurrt. Ob ich noch ein paar Tränke kaufen gehen soll? Ich weiß es nicht. Yeah. Ha, ich werde automatisch ins Pokémon Center geportet. Ich muss laufen. Wow, ja, siehst du, also lieber verlieren. Da, 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 da. Oh, hier ist PK Twister. Polonaise. Okay, von mir aus können wir denn weiter? Nee, jetzt müsst ihr doch auf mich warten hier. Bist du im Pokémon Center, Neto, oder warst du schon? Ich war schon. Okay. Warte, nein. Warte, seid ihr hin? Hey, warte auf mich noch. Hier, wir machen hier Polonaise, machen wir. Okay. Ihr müsst auf mich noch warten. Ich weiß nicht, wo der Rennknopf ist. Hat einer den Rennknopf schon gefunden? Das nicht. Ich glaube, es gibt keinen Rennknopf. Es gibt, glaube ich, bald einen Fahrradknopf. Nee, man kann sich später diese Boots kaufen, diese Laufschuhe. Der Supergeek rennt durch uns alle durch. Oh mein Gott, mit deinem Schnee. Kann er nur. Okay. Wie konnte der denn einen weiblichen Charme machen? Was ist das für Hex? Das geht auch. Das konntest du irgendwo auswählen, ja. Okay, los. Speed und muss losgehen. Oh mein Gott. Yeah. Also, du kannst Speed direkt weiterlaufen, der war schon mal hier. Ich kenn den nicht. Ah, ich bin wieder zurückgelaufen. Ja, ins hohe Gras. Ein Pokémon. Ich will es fangen. Ich muss alle fangen. Direkt das erste fangen oder was? Ja, das macht man so. Das erste Pokémon muss man fangen. Ja, bei nassen. Oh, ein Ratatatatata. Steht ein Typ. Ich hab's. Wie hieß denn das? Oh Mann, das war aus der zweiten. Nein, das passiert mit seinem Schwanz los hier. Ich glaube, Stuart hier unten will euer Pokémon klauen. Der sagt, ich kenne einen coolen Zaubertrick. Gib mir mal kurz dein Pokémon. Ich weiß ja nicht. Du hast das in der Hose. Du musst nur mal reinfassen. Oh, man kriegt auch 10 Dollar von dem Pokémon hier rumliegen. Ja. Aber ich meine, Pokémon hier haben doch immer irgendwie Geld dabei. Oh, ein Taubsi. Please? Nein, das Taubsi-Scheiß, das fange ich nicht. Ich fange kein Level 2. Habt ihr schon mal versucht, Items zu benutzen? Ah, jetzt. Ich fange auch kein Level 2 Pokémon. Wer bin ich denn? Ich mindestens Level 3. Ich habe ein Level 3 Pokémon. What? Und ich hab's geedit ins Team. Ja. Geedit. Hat sich dein Shiki zurückentwickelt? Oh, ich hab ein Bidoof, aber das ist nur Level 2. Ein Bidoof? Ja, das sei. Ich hab Sentret. Ein was? Das ist das Fledermaushörnchen. Das Fledermaushörnchen? Critical Amount mit direkt die Sau. Ich komm nicht weiter, es droppt hier nix. Yay, Level Up! Ist kein Glut. Sieht aber schön aus. Oh, ein Rattata! Was ist das denn, ein Bidoof? Das sieht ja doof aus. Das sieht ziemlich doof aus. Nein, ich bin Topsy Level 3. Das Bidoof ist voll hässlich, ey. Was?
Deswegen will ich es auch nicht haben. Oh, ich habe eine Sandratte. Yay. Oh Gott. Das Sandrat ist cool. Ich pack das mal auf Platz 1. Move up. Nee, das will ich nicht. Da musst du das mal heilen, oder? Mach ich jetzt. Los, nein! Oh. Oh. Nein, ich glaub sie immer noch Level 2. Warum ist das nur Level 2? Was sagen wir mit der Pokéball. Scheiße? Pokéball! Du schmeißt einen Pokéball auf das wilde Sandratte. Ich weiß ja nicht, ob ich erstmal. Oh, Frosch im Hals. Ob ich erstmal eins irgendwie voll krass mache oder. Ob ich mir jetzt schon. Weil, wenn ich jetzt eins fange. Ich ein zweites. Am Anfang hat es dem einen auch gut geklappt. Mir wurde erzählt, dass man bei dem zweiten Orange schon 6 Pokémon braucht, sonst hat man keine Chance. Okay. Wie doof. Es kratzt mich schon wieder. Es hat gekritten mit seinem Kratzer. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder zurückgeschickt zum Pokémon Center. Ich auch bald. Die Hälfte ist schon wieder weg. Und immer nur so ein scheiß Pokémon. Yay. Ich versuche das mal hier zu catchen. Wo sind meine Sachen? Vorher ein Bidoof, aber es sieht doof aus. Achso, ich muss sehr hier unten auf Items gehen. Was soll ich mit Normal-Pokémon? Damit kann man ja nichts anfangen. Ja. Hey, da ist ein Trainer, da will ich nicht hin. Müsst ihr auch gleich schon wieder zurück? Eigentlich schon. Hey. Sollte ich. Ich wollte eigentlich weitergehen und hoffe, dass die nächste Stadt direkt nahe ist. Nee. Wir können ja immer denjenigen, der heilen muss, kurz einen Pokémon-Kampf verlieren lassen, dass er zurückgeportet wird. Nein, jetzt habe ich noch einen Kampf, den ich gar nicht wollte. Oder den Taubsi. Oh, noch ein Ratatata. Will ich nicht. Oh, da kommt auch noch ein Trainerkampf. Wo? Da ich doch jetzt. Ja. Toll! Da kommt noch ein Trainerkampf. Na, wenn du über die Brücke gehst, die dann irgendwann kommt. Level 7. Oh, hinten, hier ist so eine Pflanze, oder? Nee. Oh. Nein, kein Ratter da. Oh, hier, das ist ein Pokémon-Kampf. Oh, Trainerkarte kommt. Okay, Ende. Da muss ich einen Trank nehmen. Ich müsste, glaube ich, auch nochmal einen Trank benutzen. Pokémon-Battle. Ich habe nur noch einen Trank. Oh, Level 4 Ratatatata. Level 4 Ratatatata. Wo ist denn die Brücke eigentlich, die ihr meint? Einfach den Weg lang laufen. Genau. Also, ich kämpfe alle 2 Meter. Ich kann so nicht verhindern. Yay, Level up, Level 8. Hm. Und ich bin tot. Oh. Oh, schau, ein Trainer. Wie, ah. Der hat 4 Pokémon? Was? Da oben ist noch einer mit. Oh, ein Taubsi. Wieso hat der Trainer 4 Pokémon? Welcher Trainer denn? Auf der Brücke? Oder der hat der einen? Der hat ein Level 4 Pokémon. So, nee, weil hier ist ein Pokémon, dann sind so 3 grau und 2 sind schwarz. Die grauen sind grau und die schwarzen. Der. Sie, ein Trainer! Sonst kämpft! Oh, hier ist so ein kleiner Wichtel. Hallo. Ich liebe es zu springen. Ja. Oh, sein Ratatata ist in Topform, hat er gesagt. Oh, ein Sandrat wieder. Pidgey, nein. Ich wäre ein Level 3 Taubsi. Der sieht aus, als wenn er 3 Pokémon hätte. Er hat auch nur 1. Bei ihm hat er auch was anderes. Aber die Musik ist gut im Kampf. Oh, ein Taubsi, auch nur Level 2. Also abfackeln. Schön knusprig. Wie kommt ihr denn alle so weit, ohne irgendwie euch heilen zu müssen oder so? Ich habe einen Heiltrank genutzt. Ja, klar. Indem ich jedes Mal flüchte? Nur ich habe einen Heiltrank genutzt und level mir jetzt gerade von der Glumanda voll. Nee, ich fange mir erstmal an Taubsi. Aber hier will ja keins kommen. Bei meinem Glück ist der erste Pokémon-Trainer sowieso wie so ein Steintyp. Warum immer nur Level 2? Der Typ auf der Brücke hier hat einen Ratatata. Ja. Yeah. Das sind Top-Formen. Yay, Level 9! So, den nächsten Busch. Noch ein Ratatata. Wieder ein Taubsi. Aber mein Bisasam kann jetzt Egel sammeln. Ja, jawohl. Boah, das ist voll die OP-Fähigkeit. Wenn man gegen die verliert, kann man dann das nächste Mal. Eigentlich ist die voll scheiße, die zieht ja gar nichts ab. Aber es heilt dich und es ist immer da. Es geht nie wieder. Ich hab keine Tränke mehr. Du kannst in jedem Pokémon-Kampf gewinnen, wenn du nicht Schwäche hast. Die nächste Stadt ist bestimmt weit. Ich weiß nicht, ob man kann jeden Trainer nur einmal machen. Ob man verliert oder gewinnt. Ah. Okay. Aber wie komme ich denn jetzt an Heilung? Entweder ich latsche wieder zurück oder ich gehe einfach weiter. Und wenn ich sterbe, muss ich ja eh nochmal hierher, ja, ne? Wenn du stirbst, wirst du eh zurückgeportet. Das wäre also kein Verlust. Gegen was kämpft ihr da in dem Busch? Oder Neto, was ist das? Ist da so ein Trainer vor dir? Nee, das war so ein Bidoof. So, weil ihr da alle auf demselben Ort steht. Deswegen dachte ich, da könnte was Interessantes sein. Oh, hier ist ein Schwarzer. Hallo.